Moin, herzlich willkommen hier zur nächsten Ausgabe am Donnerstag. Let's Play LS17, Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map. Wir spielen die Map Version 2.1 ohne Gräben. Und ich habe keine Ahnung, warum man mir jetzt hier die Dinger nicht auflädt. Die Paletten. Aha, weil ich zu weit weg war wahrscheinlich. Vielleicht muss ich auch einfach mal eben aussteigen. Wieder riskieren, dass meine Maus gleich nicht richtig geht. Ach ja, herrje. So, also entweder... hat er die Palette jetzt irgendwo hingeworfen, mal wieder. Oder sie ist tatsächlich hinten mit drauf. Wie ihr seht, ich räume mal hier so ein bisschen auf bei der... beim Paletten machen, bei der Gemüsefarm sozusagen. Und schau mal, was wir hier so machen können. Wir kümmern uns ein bisschen um die Produktion. Parallel werden Ballen gesammelt, es werden Ballen gepresst, eingelagert. Inzwischen alles vollautomatisch. Habt ihr ja vielleicht mitgekriegt in den letzten paar Folgen. Und das läuft echt gut. Wenn das so weiterläuft, dann mache ich das öfter mal. Und dann habe ich da auch schon eine Idee. Dazu brauche ich dann allerdings noch eine neue, noch eine andere Growile. Und zwar brauche ich dann eine, die auch pressen kann. Ganz klar. Also die auch Silageballen erstellen kann. Weil dann habe ich nämlich eine Idee, wie ich richtig Geld erwarten kann. Klaas Axion 800 hat die Aufgabe erledigt. Ja, dann muss ich gleich mal gucken, welcher von den beiden das denn ist. Achso, nee, das muss ich gar nicht gucken, welcher das ist. Ich glaube, das weiß ich, welcher das ist. Das ist der unten an dem Feld. Naja, der hat die Aufgabe noch nicht erledigt, aber er meint, er hätte die Aufgabe erledigt. So, hier kümmern uns hier echt tatsächlich mal schön... die einzelnen Produktionen jetzt. Dringend aufräumen. Hier ist echt Chaos. Steht alles rum und dann müssen wir gleich ganz viel ins Lager bringen. Aber ganz viel. So, was habe ich denn da eingestellt? Paletten. Ja, das ist ja gut. Hier erstmal ein paar Paletten weg, damit hier dann weiter gearbeitet werden kann. Und weil wir ja so viele Paletten haben, wobei, ja doch, die bringen wir dahin. Dann kann nämlich auch die Pelletfabrik weiterarbeiten. Wie gesagt, wir haben ja Paletten ohne Ende. Hier steht alles voll. Oben an der anderen Holzindustrie steht alles voll. So. Die paar nehmen wir auch noch mit. Die drei da hinten auch. Und jetzt ist mal eben hier. Paletten.
aufladen. Damit die hier auch die, das Sägewerk weiterarbeiten kann. Ohne Sägewerk keine Paletten. Ohne Paletten keine Produktion. Kennen wir ja. So, wir haben zwar schon viele Paletten hier, aber Paletten kann man ja fast nie genug haben. Aber jetzt haben wir da bald genug. Jetzt können wir noch Pellets wegfahren. Auch weiter produziert werden kann. Pellets bringen wir natürlich ins Pelletlager. Ich nicht ins Zentrallager jetzt. Und da sind sie drin. Eine Reihe Pellet-Paletten. Wunderbar. So wie es sein soll. Ich darf hier nicht zu früh mein Autoload anschalten, weil dann habe ich auf einmal alles drauf, aber keine Pellet-Paletten. Endlich Zeit zum Aufräumen. Da stehen schon die nächsten. Das ist doch sehr cool. Voll dagegen gefahren. Voll dagegen geeimert, könnte man sagen. Ja, eben wieder umschalten. Weitere Paletten. Sägewerk arbeitet auf jeden Fall schon wieder. Abgehängt. Wir holen uns hier die Hackschnitzel weg. Das ist ja zum Glück genug Platz. Restlichen Hackschnitzel fahre ich hier zum. Zur Pelletfabrik. Ach, da muss ich drauf. Ja? Ja. Okay. So. Was ich hiermit nicht alles machen kann. Jetzt können wir erstmal hier nochmal Kompost verteilen. Weiß nicht, wie viel da drin ist. Das wird nicht voll sein. Aber
kriegen zumindest einiges hin. Ist ja auch eine Anzeige. Aber da stehen wir natürlich so dämlich vor. So. Was ist denn das jetzt noch? 100.000 sind da jetzt noch drin. Also noch zwei Ladungen. Das ist ja cool. Noch über zwei Ladungen. Ich weiß gar nicht, wie viel Kompost hier bei diesen einzelnen Kompostlagern hinpasst. Erstmal was auffüllen, sind wir auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge weiter. Die ganze Ecke. Zwischenzeit. Ups. Besuchen. Und hier stehen noch irgendwo meine Fahrzeuge rum. Habe ich doch vorhin gesehen. Beim Durchsteppen. Wo sind denn die? Jetzt bekloppt. Da. Lager. Holz. Der fährt zum Holz und der andere fährt jetzt auch zum Holz. Ich bin auch noch fast gegen meine Fahne gefahren hier. Unfassbar. So, auch der fährt. Da war ich stehen. Ja, ihr hört es. Es ist Zeit,
mich zu verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt gerne morgen wieder rein, am Freitag. Morgen gibt es auch Livestream. Samstag auch. Und ihr wisst, bei 1000 Abonnenten gibt es einen 10-Stunden Livestream. Irgendwann dann mal auf einem Samstag. Und ja, ich verabschiede mich erstmal bei euch und sage ciao und vielen Dank.